Hallo zusammen, wir machen jetzt nochmal die Wiederholung von der misslungenen Session für BPT am 5. September, also das ist 4 Tage danach. Wir werden nochmal kurz über die Slides gehen und dann werden wir versuchen, die Demo zu machen und hoffentlich diesmal ohne Lizenzprobleme. Also das Thema ist ja Testautomatisierung und wir haben halt festgestellt, dass oft Testautomatisierung als die eierlegende Wollmilchsau gesehen wird und wenn man das dann entsprechend versucht zu adaptieren in einem Unternehmen, stellt man fest, dass es doch gar nicht so einfach ist und es die Erwartungen nicht unterstützt. Ja. Also es soll eigentlich nach der Einführung alle Probleme, die es gibt, lösen und das ist eigentlich nicht korrekt. Die Testautomatisierung, wenn man sie einführt, sollte man einige Anforderungen vorher prüfen. Vor allem, was das Testmanagement angeht, es sollte in dem Testprozess integriert werden und nicht wirklich nebenbei getrieben werden. Man sollte am Anfang nicht zu breiten Scope haben, sondern sich vielleicht erstmal auf die wesentlichen Use Cases konzentrieren. Einfach, gehalten, straightforward, ohne viel Komplexität. Klare Rollenverteilung sollte man haben, das heißt, es gibt einen fachlichen Anteil und einen technischen Anteil. Und diesen Anteil kann man nicht einfach ignorieren. Man muss die fachlichen Anforderungen erfüllen und die technische Umsetzung sollte man auch entsprechend unterstützen. Man sollte nicht zu viele, zu hohe Erwartungen haben, das Budget entsprechend planen und dann natürlich diskutieren, was sind die Testfälle, die automatisiert werden sollen und dann Schritt für Schritt beginnen. Ja. Die Testautomatisierung an sich kann gar nicht so schwierig sein, weil die Technologien entwickeln sich weiter. Es gibt immer modernere Applikationen, aber im Wesentlichen sehen die Applikationen von der Funktionalität her immer ähnlich aus. Es gibt gewisse Felder, gewisse Bereiche auf einer Anwendung, auf einer Oberfläche und diese lassen sich in gewisse wiederverwendbare Module aufsplitten. Wir haben hier ein Beispiel von SAP-Anwendung. Hier sieht man einige Eingabefelder, dann entsprechend einige Registerkarten. Und die Idee der Testautomatisierung ist, dass man eine GUI oder eine Oberfläche in sogenannten wiederverwendbare Module schneidet und diese dann halt entsprechend mit Parametern versieht, Eingabe- und Ausgabeparameter und entsprechend dann automatisiert. Und später, wenn man Testfälle erstellt, kann man aus diesen Bausteinkasten oder Baukasten, die Bausteine rausnehmen und zusammen zu einem Testfall verknüpfen. Schafft dadurch natürlich eine hohe Wiederverwendung, wenn man den Ansatz verfolgt und ist dann in der Lage, dann auch die Wartbarkeit zu steigern. Ja. So, wenn wir jetzt uns das Business Process Testing anschauen, gibt es ein Testlayer, was das BPT mitbringt. Die oberste Komponente, der Testtyp in ALM, Business Process, soll auf den Application Layer gemappt den End-to-End-Geschäftsprozess widerspiegeln. In SAP würde das dann sein Order-to-Cash, also ein kompletter Verkaufsprozess, wo man einen Auftrag erstellt, die Lieferung durchführt und entsprechend dann am Ende verrechnet. Die Flows, die Entität Flows, in ALM sollen dann die sogenannten Transaktionen widerspiegeln, wie eine VA01, wo ein Auftrag erstellt wird. Eine weitere Flow oder Transaktion könnte VL01 sein, das ist die Erstellung der Lieferung. Und ein weiterer Flow könnte dann VF01 sein, das ist dann die Verrechnung. Und die Flows beinhalten dann die einzelnen wiederverwendbaren Komponenten, die wir vorhin in dem Screen gesehen haben, die dann halt entsprechend ausprogrammiert sind und Eingabe- und Ausgabewerte beinhalten. Und die Komponenten wiederum beinhalten die Aktivitäten, die auf diesen Screens oder Teilbereichen der Oberfläche passiert. Gemappt auf SAP habe ich eben schon mal erläutert. Das oberste Element, der Testlayer, lässt sich auf den Order-to-Cache-Process, also beispielsweise mappen. Die einzelnen Flows wären dann die Transaktionen. Komponenten wären die Screens oder Registerkarten und innerhalb der Komponenten die Aktivitäten, was passiert auf diesen Bildschirmen, Eingabe, Kundennummer, Klick auf Register, prüfe Inhalt vom Feld und so weiter. Und wenn man dann die Komponenten entsprechend gebaut hat,
hat man am Ende des Tages in ALM, in Business Components Modul, eine Bibliothek von wiederverwendbaren Komponenten. Und wenn ich jetzt zwei Testfälle habe, wie in diesem Beispiel mit Project Management und Quote-to-Cash, kann ich die Login-Komponente zum Beispiel wiederverwenden, die Create-Opportunity-Komponente kann wiederverwendet werden und so kann ich entsprechend meine Testfälle mit wenig Aufwand automatisieren. Genau. Und für den Fall, dass ich dann später im Laufe des Applikationslebenszyklus eine Komponente oder ein Screen ändert, kann ich hingehen, diese Komponente zentral in der Business Components Bibliothek ändern und alle Testfälle, die die Komponente einsetzen, werden dann auch aktualisiert. Wie könnte eine Komponentenänderung aussehen, dass zum Beispiel neue Pflichtfelder auf dem Screen hinzukommen, die eingegeben werden müssen? Und das wäre dann zum Beispiel eine Änderung, die ich dann zentral an der Komponente vornehmen kann und die Testfälle werden dann entsprechend von der Komponente bedient. Es gibt zwei Rollen bei der Automatisierung, nicht nur bei Business Process Testing, sondern auch bei Unified Functional Testing. Einmal ist das die technische Rolle und einmal die fachliche Rolle, also der Fachbereich. Business Analyst weiß, wie die Prozesse aussehen, welche Prozesse wichtig sind für das Unternehmen, welche sollten automatisiert werden. Er weiß darüber Bescheid, was die korrekten Testdaten sind, was die Prüfpunkte innerhalb der Testbereiche sind. Und der Testautomatisierer kennt sich natürlich mit dem Automatisierungstool gut aus und ist in der Lage, den Fachbereich entsprechend zu unterstützen. Und die Lücke zwischen Fachbereich und Automatisierer wird dann entsprechend mit Business Process Testing geschlossen, wo man einerseits extrem hohes Know-how benötigt, was die technische Umsetzung angeht, auf der anderen Seite aber auch das, was fachlich getestet werden soll. Und mit Business Process Testing lässt sich diese Lücke entsprechend schließen. Die Lösung für Business Process Testing für SAP-Anwendungen geht noch eine Stufe weiter und reduziert quasi das technische Know-how, was ein Fachbereich mitbringen muss, wie ein Screen zum Beispiel geschnitten werden muss, was für Parameter existieren sollen. Es ist eine Add-in, was man direkt über ALM starten kann. Natürlich muss auf den Clients UFT installiert sein und das Add-in ist in der Lage, eine GUI oder eine Oberfläche selbst in Komponenten zu unterteilen. SAP ist eine sehr definierte Anwendung mit vorgegebenen Oberflächeninhalten und diese ist nach einem gewissen Konzept aufgebaut und genau nach diesem Konzept werden die Komponenten entsprechend auch geschnitten, dass zum Beispiel Registerkarten jeweils immer eine Komponente abbilden. Alle eingabefähigen Felder sind dann auf der Registerkarte parametrisiert und dann kann der Fachbereich selber entscheiden, während er einen Testfall aufnimmt, welche Werte er dann quasi als Ausgabe definieren möchte für die Folgetransaktionen. Gehen wir mal kurz in die Demo für SAP. Wir werden zwei Transaktionen aufzeichnen im Bereich Material Management, diese zu einem gesamten Business Process Test verknüpfen und dann natürlich das aus ALM anstarten. Ich schaue noch mal zeitlich, sind wir 8 Minuten schon unterwegs. So, ich zeige erstmal ganz kurz, wie die Transaktion aussieht, die wir automatisieren möchten. So, das ist das SAP-Screen. Wir werden erstmal ein Material erstellen mit MM01. Werden hier entsprechend die Branche auswählen und Materialart. Werden dann hier die Sichten auswählen, welche Daten wir befüllen müssen oder wollen. Wir werden mit Grunddaten 1 und 2 beginnen. Und hier werden wir dann den Namen des Materials angeben. Die Mengeneinheit können dann hier entsprechend auch einen Grundtext hinterlegen, welches wir natürlich prüfen können. Zurück zu den Hauptdaten. Wir könnten vielleicht bei den Grunddaten hier noch SC6, glaube ich, war das, angeben. Und dann im Material abspeichern. Wir sehen, wir werden hier eine Materialnummer kriegen, welche wir uns als Ausgabeparameter holen werden. Und dann prüfen wir entsprechend unsere
Eingaben, indem wir das Material, was wir erstellt haben, sichten. Auch wieder die Grunddaten 1, 2.